Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, ich war jetzt hier ein bisschen am Rumwerkeln. Ich mache nämlich hier die Böen einfach mal ohne euch. Und dann habe ich natürlich dabei völlig vergessen, dass ich ja eigentlich zu einer Insel möchte, zu einer neuen Story-Insel. Und habe jetzt gerade gesehen, guck mal, nur noch 339 Meilen. Ich hoffe, das sind Meilen. Ich habe es schon wieder vergessen. Wartet mal. Die müsste doch theoretisch. Wartet, wartet, wo ist. Ist das mein. Ja, ist mein Fernglas. Wir sind also nicht mehr weit davon entfernt. Aber ich sehe irgendwie durch mein dreckiges Fernglas gar nichts. Nee, nee, nee. Egal, wo ich hingucke. Einfach mehr pur. Da? Ist da nicht irgendwas? Kann ich zoomen? Ja. Wartet mal. Was ist das? Das ist doch eine normale Insel, oder? Hä, das ist die doch nicht, oder? Nein, das ist die nicht. Aber ansonsten kann ich jetzt auch nichts in dieser Nähe sehen. Oder fahre ich schon wieder irgendwie falsch? Nein, das ist die doch. Wartet mal. Moment. Ich muss runter. Ich muss da unbedingt hinsteuern. Wartet mal. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe da was gesehen. Moment. Ich habe doch mein Segel, ich Depp. Da lang. Nein, ist das. Ist das eine Yacht? Leute, das ist eine Yacht. Komm, geht da bloß hin. Nicht den Kurs jetzt hier ändern. Ach nee, wartet mal. Vielleicht ein bisschen mehr nach da. Ich habe mich lange nicht mehr gemeldet. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber macht euch keine Sorgen, mir geht es soweit gut. Ja. Bitte keine Sorgen um mich machen. Das ist nicht nötig. Wow. Das ist eine Yacht, meine Lieben. Oh, hat aber ganz schön viele Stockwerke. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich gut andocke sozusagen, weil ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo jetzt hier. Da ist wahrscheinlich der Eingang, ne? Hier. Könnte ich mir vorstellen. Okay, wartet mal, ich gehe schon mal runter. Na, Bruce.
Ah, ich will noch ein bisschen näher ran. Das wäre schön. Kann es sein, dass ich jetzt wieder ein bisschen weggleite hier irgendwie? Keine Ahnung. Wartet mal. Ich mach mal ganz kurz runter. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen mehr nach da machen sollen. Wartet mal, ich mache noch mal kurz den Anker wieder hoch. Ich um Boot fahren, ne? Das ist so. Boah, ich glaube, das bringt nicht allzu viel. So, jetzt habe ich das mal hier schnell ein. So. Ich habe nämlich ein bisschen Holz nur euch gesammelt. Habe ich das schon erwähnt? Weil ich den Boden mache? Huch! Okay. Oh mein Gott. Eine Yacht. Oh, ich sollte mal speichern. So. Sicher ist sicher. So, okay, passt mal auf. Ich werde mal ganz kurz auch das Holz hier ein bisschen verbauen. So viel Zeit muss sein. War ich denn jetzt? Oh nein, das ist die falsche Etage gewesen. Ach so, wartet mal, das kann ich ja hier wieder wegmachen. Das brauche ich ja nicht mehr. Genau, dann habe ich hier noch zwei weitere Eingänge gemacht. Ne, jetzt habe ich insgesamt vier. Ja, das sind so Sachen, ich denke, das ist jetzt nicht nötig, dass sie das miterlebt. Sozusagen. Oh, nee, das war nicht gut. So. Genau auf dieser Etage, ne? Ja, hier war es richtig, genau. So, das wollte ich nur noch mal ganz eben weitermachen, damit ich das dann halt auch abreißen kann. So. Schnell mal drehen hier den ganzen Kiki. Genau. So, dann habe ich Durst, sehe ich gerade. Okay. Naja, komm, das überlebst du schon. Hab dich mal nicht so. Na, sag mal. So. Komm, das kannst du auch noch schnell bauen, Mädel. So. Perfekt. Okay, pass auf, dann trinke ich mal schnell was. Bevor die hier zusammenbricht. Dann habe ich noch ein bisschen Hühnchen. Habe ich sonst noch irgendwas Gegartes dabei? Nein, habe ich nicht. War nicht schlimm. So, dann einmal das wegmachen. So, wenn ich das nämlich nicht ohne euch machen würde, dann, ja, denke ich, wäre das echt. Ups. Dann wäre das so viel des Guten. nee, wartet. Axt. Axt. Ich habe mir nur die billigen Äxte gemacht. Alles reicht ja hier auch, um zu bauen. Da muss ich nicht die guten machen. So. Sehr gut. Okay, dann werde ich noch mal ganz kurz die Stelzen schon mal hinbauen. Dann kann ich nämlich beim nächsten Mal. Ist das hier? Ja, ich habe manchmal so ein bisschen optische Täuschungsstörung. So,
zwei kann ich noch hindingsen. Genau. So, den Rest werde ich jetzt mal... Ach so, wartet, ich brauche einen neuen Speer. Ein Speer, ein Speer. Den guten natürlich. Metallbarren und Bolzen. Metall 2. Und Bolzen einen. Genau, super. Okay, und den Rest kann ich dann wie gehabt erstmal wegpacken. Ist die Kiste schon voll? Achso, wartet, Nägel? Nägel habe ich gar nicht mehr. So, Schrott. Echt? Ist meine Plastikkisten schon wieder alle voll? Ist ja unfassbar. Na gut. So, die ist damit eigentlich auch so gut wie voll. Wow. So, dann habe ich hier noch Steine. Und Holz. Achso, wartet mal. Nein, das ist... Ja, doch. Wartet mal. Holz ist eigentlich ganz gut, weil... Dann kann ich nochmal hier die Hähnchenkeulen machen. Habe ich sonst noch was? Ja, komm. Die hauen wir auch noch da rein. So. Perfekt. Hoch. Wow. Sieht richtig gut aus bei dem Licht, oder? Bei der Dunkelheit. Ach so, ich könnte ja jetzt mein Segel hochmachen. Ha! Ich bin vor der Vogelkiller. Ach so, ich wollte das Segel hochmachen. Genau. Das Segel, das Segel. So. Genau. Zur Yacht gehen wir auf jeden Fall. Das machen wir. Ich weiß gar nicht, was ich alles mitnehmen sollte. Werden wir ja dann sehen, denke ich. So, dann habe ich doch wieder zwei von diesen. Genau. Pack die auch mal rauf. Und davon auch nochmal ein. 5 Kartoffeln habe ich noch. Aber die brate ich jetzt nicht. Planke platzieren habe ich jetzt keine mehr. Nein. Hat sich ausgeplankt. Ja komm, der macht die jetzt auch mal rein hier. Genau, dann gehe ich ganz kurz mal runter zum Mülleimer. Und pack mal einfach das jetzt rein. So, das Essen kommt mal hier runter. Ich sollte nochmal Trink machen. Das ist vielleicht ganz, ganz nützlich, ein bisschen mehr Trinken mitzunehmen. Gut, und dann gucke ich mal in meiner Waffenkiste, was ich so alles mitnehmen sollte. Also ein Speer auf jeden Fall. Ob ich auch Pfeile und Bogen brauche? Ich habe keine Ahnung. So, das lasse ich mal jetzt da. Eine Axt. Brauche ich bestimmt auch nicht. Den Bauhammer lasse ich jetzt auch natürlich da. So, ein Speer habe ich nur oder habe ich noch... Ach, guck mal, hier habe ich ja noch welche. Zum Fangen. Brauche ich was zum Fangen? Eine Angel brauche ich bestimmt auch nicht, oder? Ein Haken vielleicht? Das weiß ich aber nicht so genau. Ach so, wartet mal. Hatte ich nicht irgendwo meine Kopflampe? Ja, hier. Vielleicht muss ich die noch mitnehmen. Kostete noch mal eine Kopflampe? Genau. Man hatte mir auch gesagt in den Kommentaren, ich habe sie natürlich alle gelesen, dass ich auch dazu die leeren Batterien nehmen kann. Dann mache ich mir mal noch mal 2 Kopflampen. Dann habe ich insgesamt 3.
Jetzt brauche ich, was war das? Schrott und Seile. Achso, ich brauche nur 4 Seile, ne? So, 4 Seile und 4-mal Schrott. So. Tatsächlich. Leute, wie geil ist das denn? Das funktioniert? Aber ich lasse jetzt mal eine Kopflampe auf jeden Fall hier. Eine Ersatz nehme ich mit. So. So ein bisschen was zum Futtern habe ich auch dabei. Da ist meine Tür. Trinken. Trinken, trinken, trinken. Ganz wichtig. Okay. Achso, sollte ich jetzt schlafen gehen? Ja, vielleicht gut, ne? Ah, jetzt habe ich natürlich Hunger. Na komm, dann iss mal was. So. Jetzt wollte ich gerade die Möwe wieder töten, aber ist ja völliger Schwachsinn. Okay, so, dann gehen wir jetzt los. Ach nee, erstmal. Nee, wartet, ich werde unten speichern. So, hier werde ich jetzt speichern. Okay. Gut. Bruce, lass mich in Ruhe. Ich will nichts von dir. Au! Scheiße. Ah. Ach so, kann ich die hacken? Nee, ne? Das sind Bäume, die man nicht äxten kann. Äxten vor allem. Mit Lianen dran oder so. Ah, ich bin aufgeregt. Schon wieder. Der erwischt mich doch jetzt hier wieder, oder? Der Brucey Boy. Wow. Was ist hier los? Oh, ich komme gar nicht hoch. Okay. I have Angst. Gut. Auf geht's in den Kampf, würde ich mal sagen. Es wird auf einmal so dunkel. Da liegt was. Okay, hier ist offensichtlich ein Maschinenraum. Oh, wartet mal, ich muss mal ganz kurz was trinken. Ich bin so aufgeregt. Einen Moment, ich muss mal kurz umrühren. Das hört ihr vielleicht. Tut mir leid. Okay. Ist es hier so dunkel? Aber noch geht's, ne? Noch brauche ich keine Kopflampe. Brechstange? Okay. Brechstange. Hier haben wir einen Hinweis. Achso, nee, mit T, ne? Wasagatan. Ich weiß nicht, wo wir sind oder ob dieser Stöpsel halten wird. Wir haben versucht, das Loch zu stopfen, aber das Wasser steigt immer weiter an. Der Propeller macht ein seltsames Geräusch und ich glaube, Matti hat den Motor geflutet. Was sein hat die Signalfackeln abgebrannt und Philipp hat Musik gemacht, so laut er konnte. Ich glaube nicht, dass einer von uns weiß, was er tut. Ich werfe das gleich als erstes
heute Abend von Bord. Vielleicht wird die Strömung es schaffen. Wer auch immer du bist, finde uns bitte. Ich habe eine Karte gezeichnet. Ich hoffe, es hilft Celine. Aufnahmegerät? Ich höre irgendwas. Oh, war das jetzt gut? Aber sonst ist jetzt hier nichts, oder? Ich kann hier nichts an den Motoren machen. Gott, hab ich einen Schiss hier. Ich hasse ja so eine Dunkelheit. Ach, dafür ist die Brechstange. Kann ich die wieder mitnehmen? Ich höre irgendwas. Okay, die Sprechstange ist jetzt aus meinem Dings raus. Hallo? Was ist denn da? Wow! Was bist du denn, fucking Shit? Aua! Wo bist du? Komm schon, was bist? Moment. Moment. So, kann ich dich jetzt einsammeln? Ich bin hier irgendwie festgebackt. Ach so, ein bisschen daneben. Rohes Fleisch. Ich höre aber immer noch was. Benötigt ein Bolzenschneider. Eine Kiste habe ich gerade aufgenommen. Warum ist es hier wieder so dunkel, verdammt? Verdammt. Also hier brauche ich einen Bolzenschneider. Hinweis aufnehmen, mache ich gleich. Ich sammle erstmal hier den ganzen Shit ein. Da ist noch eine Kiste. Okay. So, ganz ruhig, Fanny, ganz ruhig. Dir passiert hier nichts. Du bist nur in einem Spiel. Oh ja, Glas und so. Schön. Sehr schön, sehr schön. Waren das jetzt gerade meine Schritte? Aber hier an den Schränken ist nichts, ne? Ach, da oben auf dem Schrank liegt auch noch was. Guck mal. Da. Aha. Ich speichere noch mal. Okay. Hinweis aufnehmen. Wäre das jetzt schlau, das hier zu lesen? Transkribiert. Transkribiert. Weißt du, was das Schlimmste ist? Dieser Bastard wird das wahrscheinlich übertrieben. Ach, überleben. Jens, uns ist fast das Essen ausgegangen. Die Hälfte der Crew ist auf den Rettungsbooten. Dieses Miststück sinkt und du rettest immer noch, und du redest immer noch von der Ratte? Das ist nicht natürlich. Nee, das ist natürlich. Das ist nicht natürlich, weißt du? Meine Güte. Dieses Wesen fraß eine halbe Schachtel Rattengift und kroch trotzdem die Schächte hinauf ins Steuerhaus. Das Gift hätte ausgehen können. Und was ist, als Olaf auf sie schoss? Ich sah, wie die Kugel sie so hart traf, dass sie einen Salto machte. Vielleicht war es eine Täuschung. Gut, aber was ist mit der Zeit, als Carrie es in einem Eimer ertränkte, du Klugscheiße, eine andere Ratte? Es gibt noch eine andere Ratte? Oh nein, das sind also Ratten. Okay. Gut, eine ganz normale, stinknormale Ratte. Okay, also, hier komme ich jetzt nicht weiter, weil ich brauche hier einen Bolzenschneider. Gut. Hier brauche ich einen blauen Schlüssel. Ich hätte meine Brille aus dem Auto nehmen sollen.
Stairs. Aha, okay. Bathroom. Hallo? Ist hier eine Ratte? Nee, hier scheint ruhig zu sein. Roter Schlüssel. Okay. Ich brauche aber den blauen. Ich finde mich doch hier nie wieder zurecht, meine Lieben. Nie wieder. Aber hier höre ich wenigstens jetzt keine Schritte. Stairs. Ich hoffe. Ich habe hier den. Ich überlebe das alles hier. Ein Gastank? Ich möchte jetzt nicht sagen, was ich gedacht habe, gelesen habe. Ursprünglich. Hier sind ganz viele Hinweise, ne? Oh, ein blaues Tablett. So was habe ich auch. Mein Tablett sieht auch so aus. Eins von meinen Tabletts. Oh Gott, so viele Hinweise wieder. Und ich kann doch ohne Brille nicht so gut lesen. Na egal. Gut, Hinweis. Tee. So. Nee, das hatten wir schon, ne? Das hatten wir schon. Ach nee, doch nicht. Doch nicht. Das haben wir doch noch nicht. Versorgungslogbuch, Tag, Gott. Wenn interessiert das schon. Das Fleisch ist fast aufgebraucht und wir sind auf das Gemüse angewiesen. Wir können es wahrscheinlich für einen weiteren Monat ausdehnen, solange unser Gastgeber zustimmt, noch mehr zu rationieren. Seltsam, wie Olaf. Nee, Olaf seinen Bauch behalten hat. Der muss. Das muss das letzte. Nee, das muss der letzte fette Mann der Welt sein. Was zum Teufel machst du da, Jens? Suchst du nach deiner verdammten Ratte? Halt dich zum Teufel nochmal von meinen Gastanks fern, hörst du? Ich gehe, ich gehe, ich gehe. Lass deine Unterhosen nicht verknoten. Okay. Ich habe nicht mal das Versteck deiner Freundin befummelt. Was? Ich habe nicht mal das Versteck deiner Freundin befummelt? Ich werde dich an meinem Knie brechen. Okay, das werde ich tun. Es sei denn, du verschwindest. Wir müssen die Sicherheitsvorkehrungen hier erhöhen. Oh, boah, okay. Ist aber nicht gut übersetzt, oder? Kann das sein? So, hier haben wir noch einen Hinweis. Okay. Der hier. Kaspar, die Lüftungsanlage ist kaputt und der Ersatzgenerator für den Kühlschrank hat gerade den Geist aufgegeben. Die Kabel sind größtenteils ausgebrannt, sodass du dich schnell bewegen musst, bevor wir nur noch Büchsenfutter sind. Sieht aus, als hätten wir einen Rattenbefall an den Händen. Aber um Himmels Willen, sag es Jens nicht, Oskar. PS, außerdem können wir das Versteck, in dem du Karen unterbringst. Vielleicht musst du sie rausholen, bevor wir es müssen. Es wäre das Richtige, was du tun sollst. Aha. Gut. Gut, 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 gut. So, das waren jetzt zwei Hinweise nur hier, ne? Nicht, dass ich hier wieder die Hälfte übersehe. Okay. Sieht aber danach aus, als wäre hier alles schick. So, jetzt speichere ich noch mal. Ach, dafür war der rote Schlüssel. Stimmt doch, oder? Gastank und Aufnahmegerät. Okay. Wow. Habe ich noch genug Platz? Ja. Ein mechanisches Teil. Aha. So viel Schrott. Wow. Hier ist eine Ratte. Ich habe was gehört. Nur nicht gesehen. Ach, die ist über mir, oder? Oh mein Gott. Bolzenschneider! Yay, Mann! Da muss ich ja gleich wieder zurücklaufen.
Also, Moment mal. Benötigt eine elektrische Leitung, ein Gastank, eine Kugel? Okay. Benötigt 5 mechanische Teile. Aha, aber ich habe ja nur eins. Okay. Alles klar. Speichern. So, damit ich hier einen Hauch von einer Chance habe. So, wartet mal. Hier war das nicht, nein. Was habe ich denn jetzt eingesammelt nochmal? Entschuldigung. Bolzenschneider, ne? Ja, den Bolzenschneider. Das war doch für das Schloss da ganz vorne. Ich glaube, das war der erste Raum. Ne, das ist das Badezimmer. Ne, den habe ich noch nicht. Okay, hier war das. Ich hatte jetzt nur Angst, dass die Ratte wieder da ist. Ah, der blaue Schlüssel und ein Hinweis. So, Hinweis. Ist das eingeschaltet? Entschuldigt. Ist das eingeschaltet? Bastard, es ist besser eingeschaltet. Ich habe das schon dreimal versucht. Captain, es tut mir wieder leid, aber seien wir ehrlich. Ihr Fieber sieht nicht so aus, als würde es sinken. Du hattest recht, wir gingen blind raus und nichts als einer halbherzigen Speisekammer und keinem Arzt. Ich glaube nicht, dass es für uns eine Möglichkeit gibt, das zu überstehen, Orloff. So glaube ich, weiß es. Was? So glaube ich, weiß es auch. Er hat sein Gewicht bewegt, an deiner Waffe aus dem Safe herumgefummelt. Ich frage mich, ob er weiß, dass wir die Kugeln herausgenommen haben. Ich beobachte, wie alle aus den Fugen geraten, gezwungen, mit Kaspers Haferschleim auszukommen. Und ich weiß jetzt, wie sehr wir dich gebraucht haben. Ich bin nicht wortgewandt, aber da bist du. Du quietschendes kleines Nagetier. Komm her, du kleines. Okay. Okay. Ah, das ist der Schlüssel zu den Treppen. Ich verstehe. Oh Gott. Sollte ich mal die Kopflampe anmachen, meine Lieben? Ach so, nee, ich muss die ja hier runter machen, ne? Huch. Geht das nicht? Ach doch, jetzt. Guck mal, dann sehen wir alle was. Ist doch gut, oder? Oh Gott, ich höre hier lauter Ratten am Billardtisch. Ach du Scheiße. Hier ist eine Bar. Da ist eine Notiz. Da oben ist eine Ratte. Guck mal. Da, ich kann dich sehen. Kübel aufnehmen? Ach, eine Kugel. Was? Wozu? Kugel? Hinweis aufnehmen. Oh, guck mal, hier ist wieder so ein mechanisches Teil. Okay, wartet mal, ich muss erstmal wieder Hinweis lesen. Gott, gibt es hier viel zu lesen. Mein Name ist Olof. Moment mal, ich muss mal näher rangehen, entschuldigt. Mein Name ist. Ein Moment, jetzt muss ich auch noch was trinken. Ein Moment, ja? Es tut mir so leid. Komm, trink was. So, und damit du auch gleich deine Klappe hältst, kannst du auch mal. Noch was essen. Okay, also nochmal. Mein Name ist Olof Wikström.
Wer auch immer das hört, das ist mein letzter Wille und Testament. Ich gebe zu, dass ich weggelaufen bin und meine Wähler und das Projekt Reformation im Stich gelassen habe. Vielleicht hätte die Welt nicht ertrinken müssen, aber andererseits war ich nur ein Mann. Welchen Unterschied hätte ich machen können? Das Schiff ist startklar, Olof. Ich verlasse dieses Schiff und die Männer nur aus Not und nicht aus Feigheit. Die Krankheit des Kapitäns nahm uns den Schein der Kontrolle, ließ uns treiben. Der Motor ist erstickt. Dann repariere ihn. Wo war ich? Ja, vielleicht finden wir andere an einem trockenen Ort, weiter südlich. Vielleicht werden wir uns diese arktischen Zufluchtsstätten aufnehmen. Sie können Männer wie mich brauchen, auch jetzt noch. Die Benzinleitung ist unterbrochen. Vielleicht werden wir dieses neue Zeitalter begrüßen. Was meinst du mit unterbrochen? Einer wie zerkaut, Sohn eines? Olof, nimm das verdammte Rettungsboot, schnapp ihn euch. Okay. Alles klar. So, Taschenlampe sagt was? Okay, habe ich noch ein bisschen. Gut, 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 gut. So, Concentration Funny. Warum habe ich denn jetzt eine verdammte Kugel eigentlich aufgenommen? Wo ist denn die? Aha, die ist da. Okay. Hier kann ich aber nichts weiter machen. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal raus. Dann habe ich das hier. Den Anker habe ich doch gesetzt vor meinem Schiff. Ja, Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Oh, da ist was drin. Ach, hier, wieder so ein mechanisches Teil. Jetzt habe ich 3 von 5, ne? Ach, guckt euch mal hier diesen Einersprungbrett an. Ich bin früher gerne mit auf Sprungbrettern gesprungen. Okay, da komme ich also auch hoch. Wow. Aha, ist von der anderen Seite verschlossen. Oh, hier ist ein Hubschrauberlandeplatz. Wow. Ach, guck mal, hier ist noch eine Kiste. Ja, Mann. Oh, ich glaube, die Folge läuft heute länger als eine Stunde, oder? Oder sollte ich das aufsplitten? Ach, antworten könnt ihr mir jetzt sowieso nicht. Oh! Da kommt man aber nicht hoch, ne? Gut, dann werde ich wohl wieder hier durch müssen, aber ich habe das wenigstens schon mal abgefrühstückt hier. So, dann speichere ich das noch mal. So, hier haben wir ein. Ach so, genau, der ist über mir. Wow. Wow, das hat ja wunderbar funktioniert. Geht nicht? Also hier komme ich nicht rüber, okay. Gut, aber hier ist anscheinend nichts weiter. Bin ich von hier? Nee. Von wo bin ich denn jetzt gekommen, verdammt? Stairs? Ja, aber das sind Stairs nach oben. Ich bin doch. Ach, von hier bin ich gekommen. Okay. Ja, stimmt, da bin ich da rein. Alles klar. Gut, aber wir laufen erstmal hier lang. Erstmal ins Badezimmer. Oh, ein bisschen Seife. Gut, hinter der. Ach so, Badewanne. Oh, schön. Okay. Ich übersehe hier garantiert eine Million Sachen. Habe ich jetzt noch. Ach Quatsch, habe ich jetzt noch irgendwas Wichtiges zum Aufschließen oder so? Mechanisches Teil, Gastank, Kugel und Aufnahmegerät, ja. Whatever. Muss mich nur ein bisschen beeilen wie in der Kopflampe, ne? Ich meine, ich habe zwar noch einen Ersatz dabei, aber ich will ja nicht unnötig viel verbrauchen. Gut, hier ist anscheinend aber nichts drin. Irreführend. Die wollen einen hier nur verwirren.
Oh, guck mal. Was ist denn da? Eine Winkelkatze. Hallo? Oh Gott. Ich guck mich erstmal hier um. Aber hier in den Regalen kann ich nichts nehmen, ne? Nee. Okay. Da lag doch was. Ach nee, ist ein Bein nur. Das ist nur ein Bein vom Bett. Okay, hier ist aber auch nichts. Ist ja langweilig. Ich meine, ist nicht langweilig, ne? Also ich meine, man muss ja nicht überall irgendwie Feinde haben oder so. Okay, hier ist aber ansonsten auch nichts weiter. So, dann gehe ich jetzt mal... Okay, hier komme ich auch nicht rein. Zimmer Nummer 3. Oh, da ist ein Safe oder so. Wow! Wow! Leco mio! Au! Achso, schon tot? Ah! Gott sei Dank. Was? Einen vierstelligen Code brauche ich dafür. Okay. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken mit der Ratte, Leute. Vierstelliger Code. Okay, Zimmer Nummer 3 muss ich mir merken. Huch. Zimmer Nummer 3. Okay. Wie viel Platz habe ich denn noch? Ich habe noch einiges. Okay. Oh. Oh, lecker was. Oh, fertiges Essen. Okay. Sehr gut. Ja, sehr schön. Gucke ich mir alles nachher an in aller Ruhe. Und wieder ein mechanisches Teil. Ich brauchte doch 5, ne? Wie viel habe ich denn jetzt? 4. Okay. Gibt es hier oben sonst noch was? Nee, ne? Das sieht aus hier wie so ein Lagerraum. So in die 4 kam ich nicht. Und Supplicle... Okay. Also in die 3 muss ich dann. Ach, das ist Kapitänsquartier. Ah. Gut, jetzt muss ich Treppe hoch, ne? Beziehungsweise muss ich erstmal. Nein! Muss ich erstmal speichern. Genau, so denke ich jetzt Treppe hoch. Und hier war doch auch eine Ratte, eine Elende. Ah, scheiße. Okay. Hm. Ja. Na, sag mal. Oh. Die hat mich aber jetzt ganz schön mitgenommen. Na, sag mal. So. Wow. Nein, ist da etwa noch eine? Ich bin doch so gut wie im Popo. Ist mal ein bisschen was. Komm, du kannst ruhig noch was essen. Mein Speer ist so gut wie kaputt. Ist da noch eine? So, ich gehe jetzt erstmal hier lang. Ah! Oh! Ausgang. Okay. Ach so, alles klar. Muss ich auch von innen öffnen. Ach so, ach so. Ah, von der Seite. Okay. Ich mach die mal lieber auf. Kann ich die Kopflampe jetzt eigentlich... Kann ich erstmal ohne? Ja, geht das? Benötigt eine Schlüsselkarte. Ach du meine Güte. Ach so. Ah!
Jetzt verstehe ich, okay. Achso, hier war die Schlüsselkarte. Mein Gott, ich finde mich doch hier nie wieder zurecht. Oh, lecker essen. Lecker essen, lecker essen. Ah, da ist wieder eine Notiz. Vierstelligen Code. Ja, Mann. Ich hab ihn. Vielleicht sollte ich gleich mal runtergehen, bevor ich weitermache. Sonst vergesse ich doch wieder, wo ich war, wisst ihr? Wow. Vier. St Eins. Bei der drei, ne? Hier war das. Gott! Scheiße. Aua, vorhin war die aber noch nicht da. Oh. I'm very gleich tot. Oh. Meine Güte. Elektrische Leitung aufnehmen. Hinweis aufnehmen. Hinweis aufnehmen. Okay. Oh Gott, I'm very gleich tot. So, wo war noch mal die Treppe? Nee, hier. Wow! Wo kommen die denn jetzt wieder her? Scheiße. Okay, passt mal auf, meine Lieben. Nee, hier ist Sackgasse. Nee. War da noch was? Nee. Ich möchte gerne. Hier ist doch aber Sackgasse. Ich möchte gerne irgendwie, wenn es geht, überleben. Okay, pass auf. Ich lese erstmal die Hinweise. Wow, Städte im Blauen. Warte mal, habe ich das jetzt? Ja, das hatte ich schon. Städte im Blauen. Die Kosten für die Realisierung des Projekts als Grenzkriminalität und den Umfang als zumindest unverschämt bezeichnen. Trotz sehr lautstarker Widerstände scheint sich das Projekt der schwimmenden Städte in naher Zukunft nicht zu verlangsamen. Gemäß der neuesten Stellungnahme des Ombudsmanns Olof Wallström zu diesem Thema. Wir sind uns des Erstens der Situation und der damit verbundenen Belastung für die Menschen in diesen schwierigen Zeiten voll bewusst. Dennoch werden unsere Möglichkeiten nach dem Wegfall der Reformationprojekte zunehmend eingeschränkt. Wir müssen uns jetzt entweder alle zusammenraufen oder Stockholm unter den Wellen besuchen. Wir müssen uns jetzt entweder alle zusammenraufen oder Stockholm unter den Wellen besuchen. Okay, ja, alles klar. Auf die Frage nach den Gerüchten über die Modifizierung seiner persönlichen Yacht antwortete der Herr Ombudsmann Wikström nicht. Um die Satellitenfotos einer weiteren schwimmenden Stadt in der Nähe des Indischen Ozeans weiter voranzutreiben, entschied sich Herr Wikström, das Interview zu beenden. Als wir uns später an eine Quelle wandten, die sich dafür entschieden hat, anonym zu bleiben, konnten wir Folgendes bestätigen: Factbox. Okay. Travelog, 12.8. verließ was? Taille im Schutz der Nacht. Einer der Männer, Jens, hatte die Ladung bereits aufgebrochen, bevor die Hafenbehörde auftauchte. 14.8. Das Segeln verlief bisher reibungslos. Die Besatzung sollte unsere Vorräte überprüfen. Es stellte sich heraus, dass Olof Schlimmeres getan hat als nur ein halbes Arschloch. Wir müssen das Ufer erreichen und die Vorräte auffüllen. 20.8. Die Besatzung ist mit Orlovs Mädchen zu lieb geworden
Und der große Mann ist nicht allzu glücklich darüber. Er bat mich zu intervenieren, als ob es mein verdammter Job wäre. Sollten bald das Ufer erreichen. 6.9. Noch keine Anzeichen von trockenem Land. Die Pegelstände müssen deutlich höher gestiegen sein als erwartet. Auch keine Antwort über das Funkgerät. Kaspar sagte mir, dass die Früchte so aussehen, als ob sie ausgehen würden und es sei bei den Fleischdosen auch nicht allzu gut aussehe. Ach so, genau. 14.9. Olof streitet sich wegen Hain mit einem der Männer. Anscheinend erwischte er ihn beim Versuch, Vorräte von den Frauen zu holen. Der Matrose gab ihm immer noch eine Tracht Prügel. Wir müssen bald laden, unsere Beine vertreten und das ganze Chaos mit der Besatzung wieder in Ordnung bringen. Okay. Sehr interessant, auf jeden Fall. Oh, hatte ich da jetzt ganz viel übersehen? Ich hoffe doch nicht. Kopflampe, Kopflampe, Kopflampe. Ich mach die mal wieder rein. Weil aber obwohl, ich bin doch gleich wieder wartet mal. Schwer geheilt. Dann könnte ich das ja nochmal versuchen. Mit den Ratten. Aber wo waren die nochmal? vor allem, was musste ich nochmal machen? Oh. Mechanisches Teil, elektrische Leitungen, Gastank. Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Ich bin jetzt zu viel hin und her gelaufen, dass ich schon wieder keine Ahnung habe, wo ich bin. Ich muss hoch, ne? Aua! Ah, gibt es hier irgendwie einen Trick? Ah, Mano. Vor allem die spawnen immer neu, ne? Verdammt. Ah, die ist wieder oben. Ja, ich weiß. Nee, Moment, nach oben geht's da. Komm her, Mistvieh. Ah, nicht getroffen. Au. Meine Güte, ey. Bin doch gleich wieder tot. Na, komm schon. Ey, sag mal. Na. Warum bricht er das denn wieder ab hier? Das ist ja voll doof. So. Oh Gott. Wow. Au. Aua! Scheiße. Hilfe. Au, scheiße. Ja, oh, Gott sei Dank. Ich bin so gut wie tot. So, wartet, ich speichere trotzdem mal. So, jetzt weiß ich nicht mehr, was muss ich jetzt machen? Oh. Ach so, ich habe doch den Code geholt, den ich noch mal für was brauchte. Ich hab's vergessen. Schlüsselkarte. Brauchte ich den Code nicht für irgendwas? Für eine Tür oder so? Oh, ich weiß es nicht mehr. Hier ist eine Schlüsselkarte. Wofür brauchte ich noch mal einen Code?
Hier oben war ich doch noch gar nicht. Oh, ach so, meine Kopflampe ist leer. Ah. Für was brauchte ich denn jetzt noch mal einen Code? Ich habe keine Ahnung, meine Lieben, wirklich. Code, 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 ich habe keine Ahnung. Ach so, brauchte ich das nicht für eine Tür hier unten? Wo kommt denn die Scheißratte jetzt her? Gott. Hier war doch vorher keine Ratte. Das ist voll unfair. Aber hier war eine Ratte vorher, stimmt. Gut. Hier ist die Treppe. Oh mein Gott. Nee, hier ist das Bad. Ich weiß es nicht mehr, meine Lieben. Wozu brauchte ich noch mal dieses? Ach so, den. Wartet mal, den Code hatte ich doch schon. Ach, ich bin ein Depp. Ja, schon gut. Den Code habe ich doch schon eingesetzt. Oh. Ein Anzünder brauche ich noch. Ansonsten habe ich hier alles. Ein Wagenheber? Was? Okay. Aber kann ich jetzt irgendwie erstmal wieder auf mein Schiff? Das wäre echt cool. So, wartet mal, was habe ich denn jetzt noch alles? Gastank habe ich, Wagenheber, Kugel, elektrische Leitung, Aufnahmegerät. Okay, gut, dann gehe ich jetzt erstmal wieder raus. Mein Schiff ist da. Weil die Folge ist auch denn so gut wie zu Ende und dann in der nächsten Folge würde ich dann gleich denn weitermachen, ne? Muss mich aber erstmal wieder ein bisschen ausruhen und mich entleeren. Ach so, und die Kopflampe mal vor allem mal ausziehen. Los, lass mich in Ruhe. Ich habe dir nichts getut. Hä? Ach, da ist mein Schiff. Da ist er, der kleine Schnösel. Hab mich aber noch nicht entdeckt. Haha, das hast du dir so gedacht, ne? Mein Guter. Okay, so, dann werde ich erstmal. Wow. So. Ich habe jetzt genug Fleisch. Da, guck mal. Achtmal habe ich jetzt davon. Warte, das werde ich mal wieder aufsetzen. Dann habe ich noch zwei von denen. So. Dann macht ihr mal die Steaks rauf. So, meine Lieben. Und ich danke euch fürs Zusehen, für eure Likes und für eure Kommentare. Ja, ich denke, das geht ganz gut voran, auch mit diesen Ratten. Oh, ich sag euch. Die sind nicht ganz ohne, glaube ich, ne? Gut, aber ich habe es bisher überlebt. Ich bin nicht gestorben. Also von daher alles gut.
Topfbrühe habe ich die schon. Haihappen habe ich schon. Lachssalat. Oh, habe ich schon Lachssalat? Ja, habe ich. Und Kopfbrühe habe ich auch, ne? Ich sehe die jetzt gerade nicht. Haihappen habe ich. Da, Kopfbrühe. Okay, und das hier? Gleichschenklige Unterschenkel. Habe ich auch schon. Okay, also nichts Neues dabei. Schade. Kokosnusshähnchen habe ich auch, ne? Da. Ja, okay, also nichts Neues dabei. Schade, schade, schade. Aber hätte ja sein können. Gut, meine Lieben, also vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.